Ich meine, okay, das ist durchaus vorstellbar, dass das so gemacht ist, weil das da auf dem Turm steht. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Was mich jetzt so am meisten ärgert auf dem anderen Spielchen, auf dem anderen Server halt, also in Staffel 2, haben wir schon so ein Gedingse gefunden, was es uns erlaubt hat. Die stehen ja auch alle so dicht beieinander. Wo ist denn das Problem, dass wir da hinten vor nicht konnten? Na egal, dass wir die Ecken ja so rund bauen konnten, dass wir quasi runde Ecken machen konnten. Also wir hätten quasi einen perfekt runden Kreis bauen können. Das Wissen haben wir leider nicht mehr. Ich meine, selbst wenn du stirbst, dann angenommen, du findest halt so einen Guide. So, den lernst du, dann stirbst du. Du weißt aber trotzdem, das behältst du trotzdem irgendwo. Das verliert sich nicht. Du verlierst halt dein Inventar, klar. Aber halt nicht gelernte Dinge durch Guides oder sowas. Das Wissen behältst du bei. Finde ich auch ganz gut, dass wenigstens das dann ist, dass du nicht nochmal losrennen musst, um das wieder irgendwie zu suchen und wieder zu lernen. Ich weiß auch nicht, wie viele Guides es hier gibt, was du hier alles machen kannst. Ich weiß, dass es Storage Guides gibt, also halt zu Lagersysteme halt. Und ja, dann halt für bestimmte Bauweisen noch dann halt, ne? Nein, ich weiß nicht, wo wir hinlaufen. Also auf jeden Fall Richtung Woodhaven. Wie sollte es auch anders sein? Ich mag Woodhaven. Irgendwie hat es mir die Stadt doch irgendwie angetan. Es klingt auch friedlich, Woodhaven. Es würde vielleicht noch von der Größe her, würde Brightmoor noch gehen, aber Brightmoor klingt so uneinladend, finde ich. Den ganzen Tag nicht eine Nachricht bekommen. Ausnahmsweise mal. Sonst irgendwie kommen ja täglich mal ein paar mehrere Nachrichten. Ganz und wahrscheinlich beginnt jetzt ein Shitstorm. Aufzunehmen. Lass den Scheiß. Ich sehe in Steam, dass du wieder Miscreated spielst. Ah, Sultan. Theoretisch wäre vielleicht eine Bebauung auch in Sultan möglich. Haben wir Sultan schon mal richtig erforscht oder sowas? Also so ein bisschen intensiver, so wie Woodhaven halt oder sowas. Ich glaube, Sultan haben wir einfach nur mal immer irgendwie so abgetan, abgelaufen und dann war es das. Dorthin steht auch noch eine Basis, aber die sieht irgendwie schon aus, als wäre die aufgegeben. Fahrrad wäre toll. Wäre es wirklich, wir würden schneller vorankommen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns dadurch auch Energie sparen. Aha, das ist jetzt Sultan. Doch, ich glaube, hier waren wir schon mal, ne? Durchgelaufen auf jeden Fall. Also ich sag mal, einfach eher so beiläufig mitgenommen als jetzt irgendwie groß durchforstet oder so. Das fängt ja gut an. Die Stadt ist doch nicht so verlassen. Na toll. Loch im Zaun? Natürlich nicht.
mal rein. Kopflampe. Ich weiß jetzt noch nicht, wie wir die anschalten. Nägel, die nehmen wir auch nochmal mit. Schön, dass wir nochmal welche gefunden haben. Nein, wir suchen Essen. Nehmen wir einfach mal mit. Suppe. So, ich bin mal gerade wieder etwas leiser. Einfach. Ihr wisst, ein bisschen hören. Noch eine Tankstelle oder irgendwie sowas. Ja, eine Tankstelle ist da und was das ist, weiß ich nicht. Dann ist eine Brücke. Das hat, oh, mein Handy. Oh, ich habe mich gerade so erschrocken, Alter. Wenn eine Brücke ist, wo, ja, wo eine Brücke ist, bedeutet ja eigentlich auch, dass da Wasser ist oder zumindest eine Schlucht. Wir haben hier, ja, eher Sultan in der Nähe, nicht Woodhaven, aber Sultan. Mein Problem daran ist jedoch, dass hier alles so, ja, ich sag mal, zugewachsen ist. Es ist sehr, sehr waldig. Und ich möchte meine Basis doch schon ein kleines bisschen größer bauen. Ich fange klein an, aber ja, werden dann halt auch ein bisschen größer. Und deswegen brauchen wir auch einfach mal den Platz von vornherein. Also da wieder hinten will ich nicht bauen. Ich finde, das sieht so kacke aus. Okay, da unten ist noch ein Steg. Eventuell. Ja, es ist zwar direkt dort an der Klippe. Und der Weg zum Wasser ist steinig. Schwierig. Theoretisch wäre hier schon, naja, fast ideal. Ich glaube, da hinten könnte es echt besser sein. Wie es aussieht, ist da hinten eh schon, ja, ich sag mal, die Karte zu Ende. Noch darunter, dann werden wir mal sehen. Ein bisschen gucken, vielleicht ist ja, vielleicht auch nicht. Ach, es ist so schwierig. Leben ist hart. In Apokalypse. Okay,
Ja, Hier ist zu abschüssig. Ich glaube, dann kannst du nicht. Ein bisschen schick soll es auch schon aussehen und nicht so zerfleddert, sag ich mal, halt. Nicht so schief und krumm. Ich meine, es ist sowieso nicht unbedingt so einfach, alleine hier dann wirklich so eine gerade Mauer aufzustellen, sag ich mal, so, dass sie wirklich exakt gerade ist. Hier wäre ideal, aber dann steht hier so viel Kram so rum, Alter, Mann. Oh, 38,3 Temperatur. Wir sollten mal ein bisschen langsamer machen. Ganz genau. Schluck auf. Irgendwas ist immer. Was ist hier? Ach, Panzerband. Das ist mir so egal. Da steht ein Haus. Okay, ganz so weit ist Woodhaven auch nicht weg. Woodhaven, sag ich schon. Woodhaven. Ich meine natürlich Sultan. Mal gucken, was diese Botzen jetzt mitnehmen. Wir sollten mal dringend was essen. Okay, das war eher trinken. Haben wir die Suppe erwischt? Egal. Wo sind wir denn hier? Eine Karte. Okay, pass auf. Da ist die große Stadt. Hayward Valley, da ist die große Stadt. Da ist Woodhaven, da ist Sultan. Okay, die Frage ist jetzt, wir sind irgendwo am Meer. Das ist schön, wenn jetzt, ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwo dort links sind, in der ja, kleinen Bucht, sag ich mal. Ich glaube, da ist auch eine riesige Basis. Angenommen, wir laufen weiter nach da. Sollten wir wohl zum Airfield kommen, also zur Militärbasis und da lang. Geht's denn nach Woodhaven? Ich will mir das einfach mal angucken. Okay, es ist schon. Doch, irgendwie, es ist schon ein wenig imposant gebaut, finde ich. Gut, aber nicht, dass es heißt, wir würden hier, wow, versuchen zu raiden. Auch wenn es erlaubt ist, aber wir müssen uns ja nicht unbedingt jetzt eher einhandeln, ne? Hier, da lang geht es jetzt zur Militärbasis. Da geht es nach Woodhaven und da geht es zur Militärbasis, ne? Da geht es zum Militärbasis. Wir müssen in die andere Richtung laufen, wenn wir nach Woodhaven wollen. So ein Scheiß. Zum Militärbasis möchte ich ehrlich gesagt nicht nochmal. Die sind wir so oft angelaufen. Es ist eigentlich. Gibt es dort nicht unbedingt was zu sehen. B ist es gefährlich. Und C ist es. Ach, wir waren da so oft. Ich brauche keinen Grund.
um zu sagen, dort laufen wir nicht hin. Wir laufen dort nicht hin und fertig. So, pfeifen uns immer den Mais rein. Für den Maisdurchfall! Ah, ja. Nein. Wollen wir natürlich nicht. Was wir machen werden, ist jetzt, wir stauben noch auf dem Weg, wenn wir eh nach Woodhaven laufen. Nochmal hier die paar Häuser hier ab, diese zwei Dinger, die stolpern wir nochmal eben rein. Oh. Das ist ja das Coole an dem Spiel, habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt. Dosenfleisch, sehr gut. Dass sich hier, das ist ein kleiner Rucksack, ne? Was ist das denn noch? Keine Ahnung. Die Augen müssen sich auch wirklich an die Dunkelheit gewöhnen. Das heißt, wenn du so von helles, von so einem ja, hellen Standpunkt aus oder von einer hellen Örtlichkeit in was Dunkles ran, zum Beispiel das Haus, siehst du erstmal gar nichts, beziehungsweise siehst du es relativ dunkel. Und nach einer Zeit habt ihr ja gesehen, ich weiß nicht, ob man das sieht, gewöhnen sich denn die Augen an die Dunkelheit? Also die Augen müssen sich hier wirklich an die Lichtverhältnisse gewöhnen. Finde ich wirklich sehr, sehr geil gemacht, dass daran gedacht wurde. Aber dass Basen fliegen können, okay. Aber ich finde das wirklich sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob das ein H1 Z1 auch so ist. Messer haben wir schon. Warte, was haben wir für ein Messer? Hunting Knife. Ich hätte gern das Survival Knife. Ich weiß nicht wieso. Weil vermutlich einfach Survival für mich Hunting mit einschließt. Also, dass das Survival eher Allround ist und das Hunting Knife, ja, das ist halt ein Jagdmesser, ne? Tan, komm, mit Boots, was haben wir? Hunting Boots. Wenn es mehr Schutz bietet. So, nehmen wir mal noch ein bisschen auf die Umgebung achten. Wird eh schief gehen. Und irgendwann ist es mir sowieso egal. Irgendwann vergesse ich es. Oh, ich habe vergessen, auf meine Umgebung zu achten. Hoppla, wir sind gestorben. Ja. Die nehmen wir ruhig mal mit. Mann, ich will einen großen Rucksack, verdammt nochmal. Wasserflasche brauchen wir nicht. Die Waschmaschine würde ich gerne mitnehmen. Das Beef auch. So, wir müssen eh was essen. Was essen wir? Hier. Ups. Großen Rucksack. Das Ding da haben wir schon und wir haben auch eine Plastikflasche. Das reicht eigentlich erstmal. Nehme ich mal an. Warte, warte, warte. Von dort kommen wir, müssen wir lang weiter. Das auch noch. Es wird schwierig. Okay, ich würde sagen, für welchen Weg wir uns entscheiden, erfahren wir. Ja, in der nächsten Folge. Ich beende erstmal die Aufnahmesession, einfach weil es eine Stunde ist und dann reicht es auch erstmal. Ich danke euch fürs Einschalten. Bis dahin.
und tschüssi.